Hey Leute, euer Coach hier ist Cecil und ich muss jetzt mal ein Thema loswerden und mich erstmal ganz recht herzlich bedanken bei allen Menschen, die ganz überzeugt davon sind, dass ich Anabolika nehme oder unerlaubte Substanzen. Erstmal danke dafür, weil vom tiefsten Herzen glaubt ihr nicht, dass man mit sehr viel Verzicht, mit einer disziplinierten Ernährung und gutem Training und, ich muss zugeben, auch einer guten Genetik, einfach Ziele erreichen kann. Und ich bin ja auch kein Bodybuilder, der 130 Kilo wiegt, sondern ich wiege meine 86, 87 Kilo. Das ist nicht viel. Aber anscheinend sind die Leute so überrascht über diese Form, die ich habe, oder die Definition, dass sie 100% sicher sind, dass ich Bole nehme. Und da möchte ich mich wirklich recht herzlich für bedanken, weil das ist für mich immer ein Kompliment, ein sehr gutes Kompliment. So von wegen, du könntest das nicht auf dem natürlichen Wege schaffen. Dankeschön. Jetzt möchte ich mal meine Meinung zu dem Thema Anabolika einfach jetzt hier zum Besten geben, weil das Thema ist ganz krass. Und zwar möchte ich als erstes sagen, jeder, der machen will, was er machen will und soll machen, was er machen will. Also ich möchte jetzt keinen bekehren oder sagen, das, was du gemacht hast, ist scheiße oder ist schlecht oder wie auch immer. Aber ich möchte ganz klar meine Meinung äußern. Und meine Meinung äußern heißt, vielleicht sind da irgendwelche 15-Jährigen, die kurz davor sind, sich irgendwas reinzupfeffern. Und ich möchte einfach meine Meinung dazu sagen, damit das mal zum Protokoll gelassen wird. Also, wie ist meine Meinung zu dem Konsum von Anabolika? Was gibt es denn für Anabolika und was hat das überhaupt für eine Wirkung? Also, man kann natürlich Testosteron nehmen, man kann Wachstumshormone nehmen. Was da der Vorteil ist bezüglich der Entwicklung der Muskulatur ist natürlich, du hast extreme Kraftzuwächse. Also die Leute haben wirklich, die machen vorher natürlich mit 50 Kilo irgendwie Bankdrücken und wenn sie sich dann so irgendwas reinpfeffern, dann können die zum Teil wirklich bis zu 150, 160 Kilo Bankdrücken machen. Das sind 300% mehr Kraft. Also das ist natürlich krass. Also dadurch, dass du solche extrem Kraftzuwächse hast und halt einfach mehr Proteine in der Muskulatur aufnehmen kannst, also du kannst futtern ohne Ende und dein Körper baut es wirklich als Muskeln an. Und du hast eine sehr viel kürzere Regeneration, also du trainierst morgens und kannst eigentlich abends schon wieder trainieren, weil der Muskel ist schon wieder regeneriert, so mehr oder weniger. So, das heißt, du hast sehr viele Komponenten, die wirklich den Muskelaufbau natürlich krass fördern. So, das ist auf jeden Fall so. Deswegen nehmen es ja auch viele. Jetzt, aber warum würde ich es nicht nehmen und warum habe ich es auch noch nie genommen? Erstmal, meine Ausrichtung ist immer Gesundheitssport. Also für mich steht die Gesundheit immer ganz oben. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich habe keine Drogen genommen. Das heißt, ich bin nicht so der Typ, der sich irgendwas reinpfeift. Warum nehme ich es nicht? Was machen diese Substanzen? Ich kann entweder Testosteronprodukte nehmen. Testosteron. Was heißt Testosteron? Nehme ich Testosteron von außen auf, dann sagt mein Körper, okay, danke, kriege ich von außen, brauche ich ja selber jetzt nicht mehr zu produzieren. Dann bin ich natürlich, wenn ich es von außen zuführe, scharf wie eine Flex und möchte auf alles draufspringen, weil mein Testosteronspiegel halt viel zu hoch knallt. Da würde ich am besten auch einen Baum rammeln. Aber danach ist es halt so, weil die eigene Produktion eingeschränkt ist, hat man danach, und das kennen die Leute, die das machen in Phasen, hat man einfach keinen Bock mehr. Also da könnte eine nackte Frau, die am Bauch liegen und da wird sich gar nichts regen. Also das ist natürlich krass, wenn man mit dem Hormonhaushalt spielt, das ist mega gefährlich, weil der Hormonhaushalt beeinflusst die ganze Psyche, den ganzen Körper, das ganze Denken, den Trieb und alles. Also für mich ist es sehr, sehr gefährlich, an dem Hormonhaushalt rumzuspielen. Das ist für mich zu gefährlich. Ich hätte einfach zu viel Angst, dass meine ganze eigene Produktion irgendwann sagt, du, danke, ich warte auf die nächste Kur und ich mache jetzt mal gar nichts mehr. Ich hätte da einfach Angst vor. Ich will halt nicht, dass mein
unten meine Bestückung einfach zusammenschrumpft und ich hab da keine Lust drauf. So, das ist eine Sache. Dann kann man Wachstumshormone nehmen. Wenn man Wachstumshormone nimmt, ihr müsst mal googeln Akromegalie. Also das ist eine Krankheit, wo die Wachstumshormonproduktion verstärkt ist. Und diese Leute kriegen zum Beispiel ganz dicke Knochen, also so wie Frankenstein, so eine Stirn wie Frankenstein, dass das so nach vorne kommt. Oder hier die Wangenknochen, die werden so ganz nach außen. Wir kriegen eine dicke Lippe, also die lispeln dann auch meistens. Dann lispeln die, dann werden die Finger, die werden auch ganz dick. Und das ganze Herz-Kreislauf-System kommt nicht nach. Also man kann dann halt einfach Herzinfarkte kriegen. So, und das alles, diese ganzen Auswirkungen, die man haben kann, wegen mehr Muskeln? Also jetzt mal ganz logisch überlegt, okay? Stellt euch vor, weil da haben viele, sind viele Bodybuilder echt dran gestorben. Stellt euch vor, ihr macht solche Kuren und auf einmal kriegt ihr Leberkrebs. Und der Arzt sagt euch, ihr werdet im halben Jahr sterben. Stellt euch das nur mal vor, wie ihr in der Situation seid. Und dann sagt ihr, Moment mal, ey, warum habe ich das gemacht? Um mehr Muskeln zu haben, um anstatt 80 Kilo 100 zu wiegen und mehr Muskeln, dafür sterbe ich jetzt. Also dafür sterbe ich. Das ist logisch. Also es regt mich richtig auf, weil das ist so unlogisch. Ich verstehe es einfach nicht. Und jetzt kommen wieder die Argumente und die Leute sagen wieder, ja, die Dosis macht das Gift. Und das finde ich immer so, das ist so ein Ätz-Argument, weil die Dosis macht das Gift. Ja, gut, alles klar. Ich raub eine Oma aus, aber ich nehme ihr nicht die ganzen 100 Euro aus dem Portemonnaie, sondern nur 50 Euro. Ja, weil die Dosis macht's ja. Hä? Wie die Dosis macht das Gift? Wenn was scheiße ist, ist es scheiße. Und woher kennst du denn die Dosis? Was für eine Dosis? Kannst du entscheiden, wenn du jetzt zum Beispiel ein Raucher bist, wie viele Zigaretten du genau am Tag rauchen darfst, um keinen Krebs zu bekommen, keinen Lungenkrebs? Es gibt manche Opis, die rauchen 70 Jahre lang jeden Tag eine Schachtel Zigaretten und haben keinen Krebs bekommen. Ja, gut. Und andere rauchen drei Zigaretten am Tag über 5 Jahre und bekommen Lungenkrebs. Wer entscheidet denn, wie die Dosis ist? Und außerdem, also deswegen, ich finde das mit diesem, ja, die Dosis macht das Gift. Ich finde dieses Argument einfach so scheiße, weil entweder etwas ist schlecht oder etwas ist gut. Die Dosis kannst du sowieso nicht selber, weil das Problem an Anabolika ist nicht unbedingt, dass du körperlich abhängig wirst. Ich muss jetzt Anabolika nehmen, sondern überleg mal, du machst vorher mit 50 Kilo Bankdrücken und dann auf einmal schmeißt dir irgendwas rein, machst mit 180 Kilo Bankdrücken. Alle Leute gucken im Schuh, oh, ist der krass. Du gehst so entlang. So, dann setzt du die Kur ab und kommst auf einmal zurück zur Bank und machst mit 70 Kilo. Du fühlst dich einfach scheiße. Du fühlst dich scheiße. Das ist so. Und deswegen macht Anabolika nicht körperlich abhängig, sondern kopfabhängig. Du willst einfach du willst die nächste Kur, du willst wieder gepumpt sein, du willst mehr Muskeln. Das ist so. Deswegen würde ich, wenn ihr es macht, ihr könnt es alle machen, kein Problem. Es ist auch nicht so mit Anabolika, hey, ich tue mir was rein und sofort bin ich definiert. Man muss trotzdem richtig gut trainieren. Also man muss trotzdem, es gibt auch ganz viele Leute, die nehmen das und die sehen trotzdem ätzend aus. Hat trotzdem nichts gebracht. Das gibt's natürlich. Aber erschreckend ist für mich, dass so viele Leute, also ich habe mal eine Studie im Fitnessstudio gelesen, da habe ich gedacht, es kann doch nicht sein. Also zwischen 18 und 25-Jährigen haben 80% unerlaubte Substanzen genommen. 80%, überleg mal, was die sich damit antun, potenziell. Das ist doch das Wichtigste, ist doch immer, wir wollen gesund. Und trainiert doch einfach, trainiert. Das andere ist doch wie Schummeln. Früher in der Schule, ich war ja nicht immer irgendwie, dass ich ein Waisenknabe, alles richtig und so. Ich habe auch beim
Schulunterricht dann auch geschummelt und so. Aber wenn ich gefragt wurde, hey, was hattest du für eine Note? Und ich sage eine 2 zum Beispiel, dann habe ich immer gesagt, ja, ich habe eine 2, aber ich habe geschummelt. Das ist so. Eine 2, aber ich habe geschummelt. Ich habe es immer gesagt. Oder eine 3, aber ohne Schummeln. Also das war für mich immer, das habe ich immer dazu gesagt, weil ich irgendwie so in der Verpflichtung war. Wenn ich nicht erwischt wurde, ja geil, cool, du hast es gut gemacht. Aber das ist doch auch wie Schummeln. Du spritzt dir was, du hast mehr Muskelaufbau, aber es ist Schummeln, weil ohne hättest du es nicht erreicht. Und deswegen, für mich ist das immer so ein bisschen Geschummel. Wenn ihr es machen wollt, macht ihr es, aber meine Meinung ist auf jeden Fall, ich würde niemals einem Freund sagen, und habe ich auch niemals einem Freund gesagt, mach es, sondern ich habe immer gesagt, nein, mach das nicht. Greif nicht in deinen Hormonhaushalt ein, du kennst die Auswirkungen nicht. Du willst nicht, was bringt es, wenn du eine Krebsdiagnose bekommst und dann, ja toll, was bringt dir deine 5 Kilo mehr Muskeln dann? Was? So, deswegen ganz klar meine Meinung dazu, nicht nehmen. Das ist meine Meinung. Und ja, was soll ich sagen? Das ist mein aktuelles Video für heute erstmal gewesen. Oh, jetzt Emotionen wieder raus. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, liked gerne das Video, wenn ihr Lust habt. Ansonsten denkt mal drüber nach und gebt einfach 100% beim Training und ihr werdet die Erfolge schon haben, wenn ihr einfach diszipliniert seid. Okay? Alles klar, euer Coach Cecil hier.